ihre Saisonbestleistungen, aber im letzten Jahr ist sie schon 2:18.08 gelaufen, das als U18-Athletin. Und Lore Hoffmann müsste dieses Rennen eigentlich ohne Probleme gewinnen können. Da ist sie wirklich um zwei, drei Klassen stärker als ihre Konkurrentinnen. Und sie macht es ähnlich wie beim 400-Meter-Vorlauf. Dort hat sie nämlich auf den ersten 200 Meter sich das Feld von hinten angeschaut. Und dann auf